Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Inflationssorge der Deutschen irrational überhöht. Disclaimer. Inflationssorge der Deutschen irrational überhöht. Heute musste ich in der Zeitung Artikel gelesen, irgendwie sinngemäß Ängste der Deutschen vor Inflation und so weiter. Und am unteren Ende des Artikels stand dann eben dieser Satz hier, unter anderem Inflationssorge der Deutschen irrational überhöht. Und das hat natürlich dann ist bei mir sofort eigentlich eine Reaktion ausgelöst. Wie absurd das eigentlich ist, was wir in den Medien hier lesen müssen. Ja, ich habe dir zugeschrieben, tja, so sind sie, die Medien. Anstatt ehrlich über den Zustand der wirklichen Verschuldung Deutschlands beziehungsweise den Zustand des Finanzsystems zu reden, wirft man den Leuten stattdessen lieber Irrationalität vor. Meines Erachtens ist das einzig Irrationale die Leugnung des desaströsen finanziellen Zustands Deutschlands. Wirklich real irrational ist die Hinnahme von über 2.000 Milliarden Euro direkten Schulden, die Hinnahme von über 6.000 Milliarden Pensionsverpflichtungen. Also alle diese Pensionsverpflichtungen müssen aus aktuellen Steueraufkommen oder Neuverschuldung gewonnen werden. Das heißt im Grunde genommen, alle Einkommen, die hier noch erwirtschaftet werden, und das reicht nicht. Steuern müssen, es müssen zusätzlich Schulden aufgenommen, nur um die alten Pensionszahlungen zahlen zu müssen. Und wir stehen vor der Pensionswelle. Jetzt wollen Sie alle noch rein. Wo haben Sie das nicht gehört, dass Sie sagen, ja, hier noch 2, 3 Jahre, dann bin ich in Pension. Und dann erwarten Sie von den restlich produktiven Leuten, dass dieses Geld eingezahlt wird und dann auch noch werthaltig halten soll. Einfach unglaublich. Und darüber redet man nicht. Man redet nicht über die Pensionsverpflichtung, sondern nur über das unhaltbare Rentensystem, wo auch pro Jahr, soweit ich weiß, 100 Milliarden zugeschustert werden müssen. Aber die Rentner haben Beiträge gezahlt und nicht wenig, wie wir wissen. Die gehen bis in der Spitze auf 1200 Euro. Okay, 1000 Milliarden und mehr werden für die Garantie anderer Länder Staatsanleihen ausgegeben. Jährlicher EU-Beitrag von 26 Milliarden, während Polen zum Beispiel 10 Milliarden pro Jahr kassiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das demografisch total angeschlagene Deutschland, das auf dem letzten Loch pfeift, im Grunde genommen, was natürlich in den Medien nicht so dargestellt wird, muss andere Länder subventionieren und die können völlig ohne Abgaben hier in der EU existieren und ihre Wirtschaft aufbauen oder andere Abenteuer, wie es ja im Fall Polen ist, hinterhergehen kann. Unglaublich alles. Weltweit höchste Steuern werden zum Beispiel in Zypern nur ca. 10% gezahlt werden. Ich weiß nicht, ob es 10 oder 12 oder 12,5% ist, aber so ungefähr. Wie kann das sein, dass in einem Wirtschaftsraum der eine 10% sein und in Deutschland Spitzensteuersatz 42 oder 45% gezahlt muss. Wie kann das sein? Das ist wirklich irrational, meiner Meinung nach. Immer noch wird Entwicklungshilfe an die Hypermacht China und viele andere Länder gezahlt. China ist das Produktionshaus der Welt. Trotzdem schafft man es nicht, die Entwicklungshilfe an China und andere Länder abzustellen, obwohl die überhaupt kein Geld brauchen. Ja, auch zahlt man ja, konnte ich heute auch in der Zeitung lesen, zahlt man ganze ja, Militär, ganze Flotten werden bezahlt für andere Länder, damit die da ihre Interessen vor Ort vertreten. Das ist alles absurd. Und weltweit höchste Energiepreise, das haben wir auch noch. Und auch das in erster Linie nicht wegen den gestiegenen Ölpreis etc., sondern wegen dieser 76 Mineralölsteuer oder was da drauf ist auf Öl. Hier auf der rechten Seite dann nochmal einfach der Rentenvergleich. Ich finde, da schlägt es fast den Boden aus. Also die Deutschen kriegen vom letzten Netto 48%,
Frankreich 74, 93. Das sind derartig signifikante Unterschiede. Und über die Staatsanleihen, die wir für Frankreich und Italien etc. garantieren, zahlen wir also deren. Stellen Sie sich das vor. Eintrittsalter 67. Sie hatten gerade in den Medien gelesen, die Leute sollen bis 70 arbeiten, hier in Frankreich 62, 60. Also das ist auch ein Phänomen, das ist meiner Meinung nach hier in der Schweiz durchaus zu sehen, weil die Lebenshaltungskosten so hoch sind, sind die Leute wirklich, müssen wirklich bis 70 teilweise arbeiten. Kennen viele solche Fälle. Und das kann ich, kann, das ist absolut unglaublich. Die Schieflage ist ungeheuer hoch. Ja, und dann auch noch die Wohneigentümer, weil die Steuern und Abgaben etc. so riesengroß war, konnten die Leute sich in der Masse keine Häuser leisten, keine Wohnung leisten, mussten auf Familie verzichten, nur um diese hohen Steuern und Abgaben zahlen zu müssen. Während das Leben in Frankreich und Italien durchaus anders stattfindet, da ist der Staat, da ist im Grunde genommen der Staat mehr oder weniger pleite und hat nichts. Aber die Bürger sind damit gewohnt zu leben und haben sich deswegen Wohnungseigentum geschaffen. Die wissen, dass der Staat die Währung inflationiert. Und in Deutschland haben sie nur ihren Rentenanspruch, aber mit dem Kollaps hier dieses Systems wird das eben wertlos. Und die haben dann immer zumindest noch ihre Häuser. Also das passt überhaupt nicht zusammen hier. Das ist total irre. Okay, nochmal das Fazit. Fast jede deutsche Kommune ist verschuldet wie sonst ganze Länder. Niemand kann diese Schulden zurückzahlen. Es bleibt nur galoppierende Inflation, wie wir sie jetzt schon erleben, oder Hyperinflation über Nacht, Währungsreform. Ich gehe eben nicht davon aus, dass wir wie solche Briefmarken sehen, wie jetzt am Anfang, mit 1 Milliarde oder sowas, sondern man wird das tunlichst vermeiden. Man hat eben die Erfahrung mit 23 gemacht. Man wird es also mit irgendeiner Form von Währungsunion ab irgendeinem Punkt begegnen. Also ich nehme es nur eine Annahme. Also wenn dann Gold 2.500, 3.000 ist und der Euro da in Schieflage gerät, dann schneiden die das, indem sie neue Euro raus oder Digital-Euros, irgend sowas kommt. Und wir liegen ja genau in diesem Zwischenraum. Bevor das kommt, wird Gold auf alle Fälle steigen. Nicht so in diese gigantischen Höhen, wie sie erwartet werden. Ich habe hier gesagt, 2.500, 3.000. Aber das ist eben für Goldaktien absolut eine Traumsituation. Da können die sehr, sehr gut performen. Ja, also kaufen Sie also Gold und Silber, behalten Sie es außerhalb des Systems. Und kaufen Sie Top-Gold-Aktien, um von den Gewinnen erstens in schwierigen Zeiten davon leben zu können und zweitens noch mehr Gold und Silber kaufen zu können. Das ist eben auch der einmalige Vorteil von Goldaktien, von dieser Tiefen und der Wertung und der Bewertung, was nichts anderes ist als eine Subvention. Die setzen ihre ganze Energie ein, um diese Aktien billig zu halten, um sie dann kurz möglicherweise vor dem Ende des Systems hochgehen zu lassen. Oder es geht automatisch. Natürlich sitzen wir nicht am Tisch, wo diese Sachen geplant werden. Wir können es nur mutmaßen. Aber da wird viel Energie drauf verwendet, um diese Preise hochzumachen. Es wird aber genauso viel Energie drauf verwendet, um solche Artikel schreiben zu können, wie Inflationssorge der Deutschen irrational überhöht. Also man finanziert beides. Man organisiert die Goldpreisdrückung und hier in diesen Medien wird dieser Quatsch geschrieben, dass die Leute sagen, ja, okay. Ist denn so, ist wohl übertrieben und so weiter und so weiter. So wird das gemacht. Okay. Die Meldung lief heute auch hierüber. Stärkster Anstieg der Inflation in Deutschland seit 1945, das habe ich jetzt hinzugeschrieben, aber gucken Sie sich die Zahlen an. Die stieg hier quasi von null sozusagen innerhalb von eines Jahr, also vom Corona-Tief nehme ich an, hier auf 8. Und das hat es eigentlich jetzt rückwirkend hier bis 1970 kann man das erkennen. So einen starken Anstieg hat es noch nie hier gegeben. Also unglaublich. Also es trifft jetzt meiner Meinung nach Deutschland mit voller Wucht. Wir werden wahrscheinlich den Abverkauf des Euros sehen.
gegenüber anderen Währungen etc. Das erhöht noch die Importpreise und ja, also ziemlich harte Zeiten kommt hier zu. Und wir können es eigentlich nur retten, am Ende das Land mit einer, am Ende mit einer Währungsreform, dass wir aussteigen aus diesen Abhängigkeiten EU, NATO und diesem ganzen Quatsch und müssen irgendeine Form von Währungsreform machen. Die natürlich versucht das System natürlich den Krypto-Quatsch noch unter uns zu bringen, aber das kann nicht mehr genau prognostizieren. Vielleicht versuchen sie es, wird scheitern und also könnten wir mehrere Währungsreform Anläufe versuchen. Erst für die Digitalwährung, das scheitert, dann eine andere Währungsreform. Weil, warum ist es so wichtig? Weil dann die ganz große Katastrophe verhindert kann. Hier hängen Millionen Menschen an Rente und sowas. Wir müssen zumindest eine Grundrente zahlen können. Wenn das auch wegfallen wollte, weil die nicht bereit sind, eine normale Währungsreform zu machen und das System zu stabilisieren, wird es so gefährlich. Und das ist das Gefährliche für die Menschen, weil sie haben ihren Plan mit dem Kryptozeugs. Das wird aber nicht klappen. So, bevor sie das einsehen und bevor sie weggetreten wird, bevor wir andere Politiker haben, das wird eine harte Zeit. Ist nur meine Vermutung. Keiner hat eine Kristallkugel. Mir fällt da eigentlich auch nicht mehr zu ein. Jetzt, das wird sicherlich nicht so schnell gehen. 6 bis 12 Monate dürften wir jetzt Goldaktienanstiege sehen. Dann haben wir Gold bei 2.500, 3.000. Dann gehen sie raus, haben ihre Edelmetalle und dann kann es ihnen egal sein, was auch immer dann kommt. Aber irgendwann wird es dann wieder einen Punkt geben, wo man wieder reinvestieren kann und die Gewinne von Gold und Silber dann, sei es Immobilien, sei es Top-Aktien oder allgemein Businesses. Das wird man sehen. Okay, aber jedenfalls mit diesem stärksten Anstieg der Inflation, das ist ein Signal, dass das dann auch früher oder später auf den Goldpreis durchsteigen wird und natürlich dann auf die Goldaktien. Mir nochmal eine Mine. Goldexploration in Kanada, hohes Risiko. Also das Unternehmen besitzt zwei Goldexplorationsprojekte in New Braunschweig, Neufundland und Labrador. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen ein bedeutendes Explorationsvolumen in der argentinischen Provinz Santa Cruz, zu dem auch die Edelmetallentdeckung auf dem Projekt Luna Roja gehört, sowie ein umfangreiches Portfolio an bohrbereiten Projekten in Bezirksgröße, die für die Optionen oder Joint Ventures zur Verfügung stehen. Also, das Great Northern and Viking Projekt, 13.777 Hektar, befindet sich in der Nähe des der Gemeinden Sops Arms, Pollard Points und Jackson Arm im Westen von Neufundland und Labrador. Dort gibt es jetzt schon nachgewiesene Ressourcen von 255.000 Unzen, 1,45 Gramm pro Tonne. Und Cape Spencer, ein anderes Projekt, 2,72% Gramm Gold, 151.000 Unzen. Also wir haben schon mal 400.000 nachgewiesene Unzen. Und dann haben wir noch das Havikloft-Projekt. Das Projekt ist im frühen Explorationsstadium, 9.155 Meter und liegt 40 Kilometer westlich des St. Jones, New Braunschweig auch, und 30 Kilometer östlich der Lagerstätte Clarence Stream. Clarence Stream beherbergt kombinierte angezeigte Mineralressourcen im Tagebau und Untertagebau von 922.000 Unzen Gold, 2,31 Gramm pro Tonne und abgeleitete Mineralressourcen von 1,334 Unzen, Millionen Unzen Gold, 2,6 Gramm, also circa ja, gut 2 Millionen Unzen. Denke mal, dass es auch was Ähnliches da werden könnte. Also wie berechnet man Potenzialfaktor? Okay, wir haben die 400.000, die wir nachgewiesen haben. Ich habe da einfach mal die Anzahl der Unzen von 400.000 einfach auf 750.000 erhöht. Vielleicht sind es dann tatsächlich am Ende 1 oder 2 Millionen. Das wird natürlich den Potenzialfaktor wesentlich erhöhen, weiß man nicht. So kommen wir auf einen Potenzialfaktor von 67, aktuell eine Marktkapitalisierung von 8,3 Millionen. Chart ist auch gut ausgebrochen von der Corona-Krise, mehr oder weniger. Ist dann seitdem korrigiert, hat jetzt den Boden gefunden
Und es ist zu vermuten, dass die alten Höhen jetzt wieder ins Visier genommen werden. Und dann mit dem Boom und den Anzahl der Unzen, die dann auch noch wachsen könnte, könnte die Aktie auch ein enormer Gewinner werden. Also interessant sie auf alle Fälle. Was gut ist, ist auch eben das Rechtsgebiet im Wesentlichen handelt es sich ja um Kanada. Ja, Tausendbäcker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, versuchen den Potenzialfaktor zu ermitteln und sortieren die Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Weiter hinzugefügt haben wir auch eine Exit-Strategie, also ein Konzept, was kaufen Sie, wenn der Gold-, Silber- und Goldaktienboom seine Höhen erreicht. Einlagerung von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft ist ein Unternehmen. Sie überweisen einfach, sie sind immer ständig an Gold und Silber gekommen, sie haben keine Mindestinvestitionshemmung und schon ist es in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht können Sie es wieder verkaufen. Bevor Sie physisches Silber kaufen, schauen Sie auf mal gold.de, da werden die Händler da verglichen, also dass Sie nur den günstigsten kaufen können. Weitere Informationen und Kontakt. Ja, mit welchen, hier stehen die Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Mit welchem Broker in der Schweiz? Wo kann man die Edelmetalle auch noch einlagern? Weitere Informationen zu Charts, weitere Informationen zu ex anderen Experten. Wenn es irgendwelche Rückfragen und Probleme oder Zustellungsprobleme mit dem Report gibt oder generelle allgemeine Fragen, rufen Sie mich an. Ich rufe Sie dann spätestens abends nach Feierabend zurück. Beispielsweise gibt es mit den Mails mit, was war das? Mit diesen T-Online-Mails, da kriege ich oftmals eine Rückmeldung, da gibt es irgendwelche Probleme. Also, wenn Sie diese Zustellungsprobleme haben, schicken Sie mir einfach eine Information. Lesen kann ich sie meist, aber ich kann die manchmal keine senden. Oder rufen Sie mich einfach an, wenn Sie da auf irgendwas warten, was Sie nicht bekommen haben. Dazu ist das da. Okay. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.